Mario Wins. Ich hab gewonnen. Warum? Lol. Ich schmeiß mich weg. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Mario Party und neben mir ist immer noch der gute Dorsten. Servus! Jo, ein neuer Part, neues Glück und schauen wir mal, dass da jetzt ein bisschen besser alles funktioniert. Wir haben mittlerweile unsere Controller nochmal versucht vernünftig einzustellen. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, bevor wir jetzt unseren ersten Part aufgenommen hatten, haben wir mindestens anderthalb Stunden rumgewerkelt, bis die Scheiße hier funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, dass mein 170-Euro-Controller überhaupt nicht mehr mit dem N64-Simulator funktioniert und ich hier mit 9,99 € China-Kracher spiele. Aber es funktioniert. So, dann schauen wir mal, ich darf aussetzen. Ja, ich auch schon. Ah, Luigi darf wieder was Wertloses kaufen. Ja, ich hab Geld mehr. Ist das eine arme Sau. 8 Münzen oder noch. Die sind auch gleich weg. Ah, jawohl. Pleitegeier, würde ich sagen. Pleitegeier. 1 versus 3 Game. Okay, wir alle gegen Peachy. Jawohl. Chaos Bowling, na das kann ja was werden. Chaos Bowling. Der Koopa-Panzer wird vom Spieler mit dem Stick gesteuert. Die anderen Spieler sind Kegel und weichen aus. Aha. Ah, guck mal, ich kann es jetzt auch. Weißt du? Ah ja, jetzt kann ich da steuern. Ist besser, oder? Ah. Ist besser, ne? Ja, auf jeden Fall. So, bei mir funktioniert das hier nämlich auch jetzt. Das ist schon mal sehr gut. So, also Peach, bewegen, zielen, werfen. Und wir? Sprungrichtung und springen. Man kann springen. Ja, also wir müssen also schauen. Wir können drehen und springen. Genau, wir müssen also schauen, dass uns der Koopa-Panzer nicht trifft. Okay. Okay, gut. Dann machen wir einfach so, ne? Jawohl. Ja, ja, Start. Ich bin gespannt. Also du müsstest versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Okay. Ja, brüllen muss er auch nicht. Ne? Na doll. Ach nö. Sehe ich nämlich am Ausschlag, kamst du ein bisschen dünne. Ja, ist so. Sagen wir mal hier mal diesen hier noch. So, und dann, wer geht aber... Warum kriege ich null? Hä? Ja, weil, Nee, doch nicht. Ja, sieht so aus, als hätten wir zwar, also Peach und ich gewonnen, oder? Und ihr zwar verloren, Mario Luigi. Ach so, ja. Aber habe ich 0 Münzen bekommen dafür, ja? Ein bisschen komisch, ne? Sah so aus. Naja, gut. Frag lieber nicht. Ja. Lieber nicht fragen. Genau. Miyamoto hat schon gewusst, was er macht. Ja. So, Peach am Start. Satoru Iwata nicht vergessen. Ruhe er im Frieden. Und Goomba Yokoi. Genau. Oh. Passiert nichts. Komische Felder, ne? Na, vielleicht kommt da noch was. Luigi. Ist schon wieder die Scheiße. Wo müssen wir eigentlich hin? Zum Tod, oder? Ja, zum Tod. Wir haben. Na, der Tod ist immer noch da, wo er war, aber wir haben alle nicht genug Geld. Also ich würde jetzt so lachen, müsste er wieder über Bowser laufen. Dann käme er gar nicht mehr weg davon. Er kann sich den Stern nicht kaufen. Nein, er hat leider gar kein Geld. Ne? Er ist ein armer Mann. So Pech. Aber potent wie ein Stier. So schaut er aus. Dicker, ja. Okay. Oh Gott. Dich erwischt's immer, oder? Ja. Noch da. Nö. Leck mich doch. Also nee, schon wieder sind meine Coins weg. So, holt man sich die Kohle wieder. Ich finde scheiße hier. Luigi, die Sau.
Na echt mal, komm mal hier weg, weg. Bäh, bäh, bäh. Wie war die Mucke vom Song? Ja, genau. Luigi der Sack. Aber bist du ja komplett bleide. Ja, sacre bleu. Skandalös, ja. Total. Oh Gott, Skateboardfahren. Okay. Skateboardfieber. Das kann ja noch was werden. Der Boden, über den die Spieler rollen, bricht weg. Drücke wiederholt B, um Schwung zu holen und A, um zu springen. Okay. Ja, 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 ja. Ah ja, hier mache ich Dings und dann mache ich Dongens. Okay. So, mehr springen und Schwung holen. Mehr müssen wir nicht wissen. Spring nicht nur über Hindernisse, sondern sammle auch in der Luft schwebende Münzen mit einem Sprung ein. Okay, die müssen wir auch noch einsammeln. Ja, dann machen wir da einfach mal. Ich hab's jetzt, hab's jetzt schon wieder vergessen. Hier mal Schwung holen auf ja, den. Genau, genau, genau. Ready? Go! Oh, dann noch aus so einer Perspektive. Jawoll! Aber so richtig. Ja, genau, natürlich krieg ich keine Münzen hier. Ich habe auch keine gekriegt. Wenn sich beruhigt. Mario Wins? Ich hab gewonnen. Warum? Lol. Ich schmeiß mich weg. Hammer. Tschüss, ich krieg gar nichts. Gar nichts. Nada. Niente. Nothing. Sehr schön. Na, ist mir klar, mein Lieber. Mario. Was will der jetzt von mir? Gute Arbeit. Nimm diese 10 Münzen als Bonus. Viel Glück. Dankeschön. Nicht verdient. Sagst du. Mhm. Immer her mit dem Schotter. Money, money, money. Oh, 3 Münzen abgezogen, für was? Ja, weil du auf rotes Feld gekommen bist, glaube ich. Ach so. Na, na. Na gut. Dü, 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 dü. Und, macht doch Spaß, oder? Ich meine, ich find's lustig. Warum die neuen Mario Party Spiele eh scheiße sind? Ja, ich spiel's allgemein in diese Games. Oh ja, aber im Together so ganz witzig. Ja, kann man schon machen. Sag ich doch. Verdammt. Der hat auch mehr Glück als Verstand, dieser Luigi. Und nu? Alle gegen mich? Nein. Draußen bleiben. Na toll. Das klingt ja hervorragend. Immer schön draußen bleiben. Genau. Oh, ich habe hier einen Klettschlüssel. Öffne die Tür und verhindere, dass die Stachelkoopas den Schlüssel bekommen. Passe ihn mit B zu deinem Partner. Okay. Bewegen. B. Schlüssel werfen. Oh, was war das? Ah, es geht doch in der Luft. Okay. Pässe zum Partner sind leichter, wenn sich die Stachelkoopas nähern. Das klingt ein bisschen unfair, ne? Aber ist egal. Okay. So, mit wem spiele ich jetzt hier eigentlich? Spiele ich jetzt mit Luigi oder was? Nein, du spielst alleine. Ach so, ja, stimmt. Kann ich sparen, dann gibt es ja keine Partner, um alleine spielen würden. Ja, eben, genau. Das ist ja ein bisschen komisch. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Du hast den Schlüssel. Ja. Sieht aus wie von Zelda. Oder spielen wir alle zusammen? Wieso kann ich nicht laufen? Ah, jetzt. Mach es einfach so. Oder? Ich meine. Das war schon ein bisschen billig. Ja, finde ich aber auch. Ich dachte so, naja, prügelt euch doch mit den Stachis. Ich meine, ich laufe einfach in der Mitte durch. Nicht wahr? Jetzt sind wir alle gewonnen. Ja, ist doch gut. Hammer. Hammer. Na dann, würfeln. Du hast 30 Münzen, möchtest du einen Erdbeerstrauch pflanzen? Könntest? Für was? Ja, weiß ich ja nicht. Ach, soll's.
die Blume nicht schön habe. Diese Blume stiehlt jedem, der dieses Feld betritt, einen Stern. Ja toll, bisher hat er noch gar keinen Heim. Das bringt mir doch einen alten Arsch. Alter, das mache ich nicht mehr. Ach, dafür sind diese... okay. Erdbeerpflanzen. 10 Münzen Bonus, okay. Warum habt ihr eigentlich alle so viel Geld, hä? Ich bin jetzt Dritter, wegen dem Schmarrn. Pflanz! Dominus. Nee, 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 nee. So, jetzt gibt's schon zwei von diesen Sternklauern. Gut, dass ich noch keinen Stern habe. Ja, damit, dankeschön. Tja. Nichts passiert. Nö. Vielleicht muss man wahrscheinlich auch noch genau auf dieses Feld drauf kommen. Ja, möglich, möglich. Darf schon wieder. Der hat so viel Glück mit diesen Pilzen. Ja, ist ein bisschen, ne? Ah, es darf auch pflanzen. Wenn er es tut. Tatsächlich. Er tut's. Depp. Eigentlich will ich jetzt gar keinen Stern mehr kaufen, weißt du das? Wir waren eh ständig gefressen. Na, ist so. Böse. So, jetzt bin ich wieder Erster, weil alle Blumen gekauft haben. Münzblockblitz. Oha. Spring unter die Blöcke, um Münzen zu erhalten. Versuche, so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Okay. Wing und spring. In den Blöcken sind unterschiedlich viele Münzen versteckt. Springe unter möglich. Also, es ist genauso wie vorhin mit diesem Hammer. Genau, nur eben, dass man sofort den Inhalt bekommt. Jawohl, ja. So, komm schon. Na, da fühlt sich ja Mario glatt wie zu Hause hier. Finish. Ich glaube, ich habe ordentlich was abgegriffen. Schauen wir mal. Doch, ja. Ja, doch, doch. Nicht schlecht. Kommt hin. Jawohl, ja. First place. Nur weil ich nicht so eine dämliche Pflanze gepflanzt habe. Aber es ist nur eine Münze Unterschied zwischen uns beiden. Ah ja, na. Ja, ich bin wieder dran. Aber jo, mir macht's Spaß. So. Pflänzt dem Pflänzchen. Ja, ich pflanze ein Spiel, Ding ist da. Das kannst du vergessen. Ich behalte schon mal Kohle. Oha. Oh, eins. Scheint nichts zu passieren. Ha! Money. Yogi klar, ne? Ich würde Samen kaufen. Ich hasse diesen Goomba. Ja, das Gumba-Samenbank oder was ist das da? Das ist das Ejakulat von Gumbrina. Das Ejakulat von Gumbrina, das ist schon ein bisschen eklig. Na nu, hat's ein bisschen gequieft und das geht nicht. Pfui, Basti, puh. Muss gleich FSK 18 hier draus machen hier. Großes Tauziehen. Ach du meine Fresse. So, das hatten wir ja schon. Ja genau, wir müssen wieder... Aber jetzt hast du einen Vorteil. Du kannst jetzt richtig drehen. Ja, wackel, dackel. Oh mein Gott. Also Action. Komm schon, komm schon. Fall!
Hey, was soll denn das? Ich weiß nicht. Verdammt. Das war es umsonst. Luigi, das war Luigi. Ja, die Pfeife. Genau, es sing auf jeden Fall an Luigi. Peach wins niemals, die war da schon an der Kante. Ja, echt mal. Schiebung. Auch die letzten 10 Runden, wir haben noch nicht einen Stern. Jetzt genau die Hälfte, ja? Ja, genau. Kumba Galumba. Der nervt. Auf jeden Fall. Na, du hast aber jetzt trotzdem schon wieder nicht so viel Geld, ich schon holen. Ich muss nur 15. Das kann ich nicht kaufen. Das kannst du schon, schon wieder keinen Stern kaufen. Ah ja, doch, warte mal. Warum kam ich jetzt nicht zum Toad? Vielleicht nur Richtung Toad. Das wird sein. Curious. Nicer. Reicht denn trotzdem nicht? 19. Das ist schon ein bisschen blöd, oder? Das ist ätzend. Ja, es bringt mir nur so herrlich viel. Ja. Spontan gar nichts. So ist es. Ja, scheiße, sind. Na, du hast bis 19. Für 20, es sei denn natürlich, gibt dir ein Darlehen. Ja, das ist aber, jetzt habe ich genug. Ja. Das ist so überflüssig wie ein Kopf. Was hat er, Luigi? Auch 3, er hat auch kein Geld. Gott sei Dank. Den bin ich nämlich nicht. Oh, ich hätte genug Geld gehabt, hätten wir das Tauziehen gewonnen. Ja. Haben wir aber nicht. Nope. Schatztaucher, schon wieder? Oh Mann. Aber jetzt kannst du mal probieren, ob du mit dem Boot. Jetzt ist. 3. Wir müssen jetzt alle schwimmen. Okay. Wie schwimme ich denn? Tauche tief hinab und berge die Schatztruhen vom Meeresgrund. Drücke A, um zu tauchen. Ah ja. Bewegen. Nein. Schwimmen. Du schluckst Wasser, wenn du zu lange unten bleibst. Tauche von Zeit zu Zeit auf, um Luft zu holen. Schluck, du Luder. Genau, komm, dann machen wir einfach mal hier. Gibt's da Haie? Ja. Tun die was? Anzunehmen. Wirklich wahr. Und Luder? Hey, die klauen meine Truhe. Was sind das für Sack? Da, die sind Jack. Komm, geh halt weg. Schau halt ab. So. Oh, das ist ein nerviger Scheiß. Meine! Klopf um die letzte Truhe hier! Gib sie mir! Ich lache mich stolz! Gerade nur hochgebracht. Ich fand's lustig. Nur wow. 4? Hammer. Heiligeide. Hammer, das ist ein Betrug. Ach, Quark. Da stimmt doch was, ne? Ach, Quark. Ah, ich kann mir einen Stern kaufen. Nein. Hammer. Boah. Ich hab meinen ersten Stern. Hammer. Mögest du dran ersticken? Heul nicht mehr. Heul. Hammer. Okay, Doki. Sehr schön. Wie viele haben wir noch? 8er.
Ja, machen wir jetzt noch diese und dann noch eine und dann machen wir locker Part Ende, würde ich sagen. Jawohl, ja. Na, das ist so nervig. Ja, vor allem sinnlos. So ein sinnloser Abschnitt. Aber die kannst du jetzt auch einen Stern kaufen. Ich will mich. Ach, du schaffst nicht. Ja, ich schaff's natürlich nicht mehr. Aber vielleicht doch. Armer Retro-Basti. Nee, armer Mario. Aua. Hauaha. Hau den Münzblock. Das war nicht einstudiert. Nee. Selbe wie gerade. Alles klar. Auf geht's, Action. Joa. Also trotz dieser, nennen wir es mal, Polygon-Grafik, sieht das schon ziemlich gut aus, finde ich. Verdammt. Komm, steh auf. So. Mein Sack. Och, Menno. Na toll, krieg ich nur einen Scheiß. Egal, ich hab noch gekriegt. Ich hab null. Edgy Badge. Ich hab null. Naja, das bist du ja auch. Ja. Null. Zero. Nix, niente, nada. Nothing. Nothing. Sag mal Bier. Na, sag mal. Ich will leer. Wo trinkst du denn das hin, sag mal, Mensch? In die Plauze. Da. Kann die jetzt? Ja, sie kann. Verdammt. Letzter Platz für Basti. Verdammt, das ist die erste Platz. Eieieiei. Wenn ich jetzt aber einen Stern kriegen würde. Weil ihr müsst ja noch an diesem Blumen da vorbei. Du aber auch, ne? Ich habe aber keinen Stern. Ja. Noch nicht. Wenn ich Glück habe, wirf ich denn so scheiße, dass ich da nicht mehr vorbeikomme. Schauen wir mal. Ist doch wahr. Ach so, scheiße, dann kriegt er. Oh, toll. Ich will auch eine Blume pflanzen. Natürlich nicht. Ach, jetzt willst du wieder pflanzen? Ja. Oh ja, ein bisschen. So. Oh, alle gegen Basti. Ja, das kann ich ja nur gewinnen. Alle gegen Basti. Gefährlicher Seiltanz. Na. Ah, ne, ist ja doch. Die Person auf dem Seil muss bis über die Ziellinie laufen. Die anderen feuern ihre Kanonen mit A ab. Klepp mich doch. Wie feuer ich denn? Ah ja, hier. Und wie steuere ich? Okay. Na, toll, Wurst. Kann ich dann wenigstens noch was anderes? Außer bewegen? Nein. Naja, ach du Scheiße. Du bist abgeschossen. Oh oh. Das Ziel ist aber interessant. Ja, finde ich auch. Oh Mann. Ist das bescheuert? Oh Mann. Mario läuft, als wäre er total betrunken. Du schaffst es auch noch, das soll nicht wahr sein. Ich hab's geschafft. Der läuft so wie ich, wenn ich nachts nach Hause gehe. Also wenn du vom Basti kommst, ja? Ja. Oh Mann, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was wir noch hier alles an Wirkstoff haben.
Schauen wir mal, ja, was am Sonntag noch übrig ist. Genau, aber ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle den Part beenden. War auf jeden Fall wieder super lustig und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und denkt doch mal dran, schaut doch mal beim guten Doschen auf seinem YouTube-Kanal. Ist auf jeden Fall verlinkt. Jawohl, ja. Na? Ja, dann würden wir uns schon freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao. Servus.